Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Blitz 7 Box aus dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die erscheint monatlich und das ist eine Box, die ursprünglich aus Frankreich gekommen ist und mittlerweile gibt es ja schon seit Jahren auch schon die deutsche Variante. Da sind 5 Beauty-Produkte drin enthalten mit wirklich einem netten Warenwert, aber wirklich halt auch brauchbare Produkte. Krasse Marken sind hier drin. Dieses Mal konnte man zum Beispiel zwischen einem Fenty Beauty und einem Anastasia Beverly Hills Produkt wählen. Und das ist halt auch so eine Sache, man kann als Abonnent manchmal immer so zwischen zwei unterschiedlichen Produkten wählen, was ich sehr, sehr nice finde. 16,90 € kostet die ja normalerweise. Und wenn ihr meinen Code BLISSIMCLAUDINE verwendet, bekommt ihr da auch nochmal 5 € Rabatt auf die erste Box, was ich richtig cool finde. Link dazu setze ich euch mal in die Infobox. Und ja, hier haben wir einmal aus der Sommerpause zurück die BLISSIMBOX in einem wirklich sehr, sehr schönen Design. Hat für mich auch so ein bisschen was von Griechenland, muss ich gestehen, ne? Und wir haben immer so dieses niedliche kleine Boxenformat. Da kann man echt so kleine Sachen, Bastelsachen und so drin aufbewahren. Ach, guck mal. Hier haben wir auch noch einen QR-Code im Deckel. Also da könnte man dann theoretisch, ich glaube, seine Meinung noch irgendwie dazu geben. Ja, super. Hier haben wir einmal den Blick in die Box. Und huch, ich habe mich offensichtlich für das Produkt von Fenty Beauty entschieden. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, muss ich gestehen. Beauty Game ist hier wohl das Motto. Ein Beauty Game. Oh. Ich starte mit dem ersten Produkt hier von Belief. Da habe ich die Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream am Start mit 10 ml. Wir haben ja schon öfters mal diese Variation mit, also in Blau gehabt, ne? Genau, räuspern. Das müsste dann die Hyaluronsäure gewesen sein. Achso, falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, mach das sehr gerne. Ich würde mich mega drüber freuen. Hi, ich bin Claudi. Ich mache hier so ein bisschen Beauty-Content. Und aktuell gehen die Adventskalender natürlich ein bisschen steil. Und sobald BLISSIME den Adventskalender rausgebracht hat, werdet ihr den natürlich auch hier auf dem Kanal sehen, ne? Genau. Und ansonsten mache ich hier Hauls, Reviews, alles mögliche. Schminkvideos, Vlogs findet man hier auch normalerweise einmal im Monat bei mir. Ja. Genau, okay, also hier haben wir auf jeden Fall die Gesichtscreme, soll sehr, sehr gut sein und ja, genau, also die hydratisierende soll sehr, sehr gut sein. Ne? Das hier ist jetzt die Vitamin C-Variante, finde ich immer ganz schön, weil das gibt immer schön Strahlkraft. Ich bin meistens bei Gesichtscremes immer so auf der Seite, dass ich sage, Mensch, ich finde es richtig cool, wenn ich eine Schweiz quasi als Gesichtscreme habe. Das heißt, ich kann die mit allen möglichen anderen Serien so kombinieren. Ne? Genau, also das ist halt, wenn du Vitamin C drin hast, jetzt nicht unbedingt gegeben. Da muss man bei dem einen oder anderen Wirkstoff aufpassen. Habe ich euch mal im E-Mail was verlinkt. Kommt immer auf die Konzentration an natürlich. Ne? Und ja, aber finde ich trotzdem schön für Leute, die halt zum Beispiel auch nicht unbedingt Bock auf ein Gesichtsserum nochmal separat haben. Dann habe ich hier was drin von Disciple oder Disciple. Disciple, wie spricht man das aus? Wo liegt die Betonung? Dreamy Serum mit 1% Retinol und Hyaluronsäure haben wir das hier drin. Und wie viel Milliliter habe ich denn hier am Start? Das steht hier nicht drauf. 30 oder 50 wahrscheinlich, aber doch, da, 30, genau. Das ist einmal dieses hier. Das hier scheint dann auch wirklich ein Serum zu sein. Würde ich jetzt nicht zwingend mit der Gesichtscreme kombinieren. Ne? Weil Retinol hat ja auch so eine leicht peelende Wirkung, genauso wie ja auch Vitamin C eine leicht peelende Wirkung hat. Wobei, ich sehe hier ja auch nur 1% Retinol drin, dementsprechend ist das Ganze dann nicht so krass. Ne? Retinol verwende ich persönlich jetzt noch nicht im Sommer, wenn die Sonne halt noch so richtig krass abgeht. Verwende ich nur abends und ab Oktober halt. Ne? Aber so hat man es dann schon mal da und kann das Serum, was man jetzt aktuell so am Start hat, aufbrauchen und danach halt darauf rüberschwenken. Und Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Ich persönlich habe da immer wieder meine Freude mit und freue mich auch drauf, im Oktober den endlich wieder verwenden zu können. Ich merke einfach, was der mit meinem Gesicht anstellt. Ne? Ich sehe das zum Beispiel jetzt, wenn ich so meine Thumbnails mache. Das sehe ich jetzt ja ein bisschen häufiger, weil ja teilweise 4, 5 Videos am Tag kommen. Läuft bei mir. ja. Schlafen ist überbewertet. Auf jeden Fall sehe ich das dann, wenn ich dann so lache halt, ne? Weil ich lache ja. Und dann bin ich aber so seitlich und dann sehe ich hier so meine Falten. Fältchen, die sind nicht so intensiv in der Winterzeit, wenn ich ja auch mein Retinol verwende, weil Retinol ist wirklich so slow aging und mag ich einfach sehr gerne. Chorus ist eine griechische
witzigerweise passend zum Design, Naturkosmetikmarke. Und da haben wir Greek Yogurt Foaming Cleanser mit dabei. 20 Milliliter sind hier drin. Ja, eine Gesichtsreinigung ist für mich persönlich auch immer der erste Schritt von meiner Skincare-Routine. Das heißt, erst das Gesicht reinigen, dann je nachdem, was ich gerade so nehmen möchte, vielleicht ein Peeling oder so, ne? Dann ein Toner, Serum, Augenpflege und dann halt Serum, habe ich schon gesagt, glaube ich, oder? Ja, Gesichtscreme und am Ende natürlich morgens Lichtschutzfaktor. Ja, aber schön. Ist auch eine gute Reisegröße, kann man gut gebrauchen. Dann mache ich jetzt mal mit dem Auswahlprodukt weiter. Ich weiß gar nicht, was das von Anastasia Beverly Hills war, was man sich hätte aussuchen können. Ich habe auf jeden Fall hier das Fenty Beauty mir ausgesucht, das Brow MVP Sculpting Brow Wax Pencil and Styler Produkt mit 1,3 Gramm, weil das in der Farbe Universal war. Genau, das Augenbrauenprodukt von Anastasia Beverly Hills wäre nämlich gefärbt gewesen und das habe ich, glaube ich, schon da. Dementsprechend habe ich mich hierfür entschieden. Das kann ich dann auch gut verwenden für meinen Full-Face-Beauty-Boxen zum Beispiel. Und das ist halt wirklich so ein Wachsstift. Dann hast du hier oben das Wachs drin, ne? Ich weiß noch nicht, wie das dann hinhauen wird, weil das muss ja theoretisch, während meine Augenbrauen ja schon angemalt sind, drauf. Also ich hoffe, dass es nicht das Produkt abnimmt. Im Sommer vielleicht ganz gut, weil dann schmilzt es halt relativ schnell. Muss ich mal ausprobieren. Da kann ich euch ein bisschen was zu sagen, wenn ich das dann in Anwendung habe. Und ja, Full-Face Beauty Boxen, das ist so ein Format, was ich immer mal wieder drehe, weil ihr seht bei mir super viele Beautyboxen, die hier so eintreffen. Das Ganze werde ich natürlich auch mit den Adventskalendern machen, ne? Aber mache ich separat, weil manche wollen sich halt nicht spoilern lassen. Und genau, dementsprechend ist es immer schön, wenn man so geile, hochpreisige Produkte in Boxen drin hat. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, sind die das auch wert? Also ist das auch wirklich ein cooles Produkt, was man dann auch gerne verwendet? Das teste ich in dem Schminki. So, vier Produkte habt ihr gesehen. Das hier ist das fünfte und das ist von Espar. Die Body Lotion mit Bergamotte und Jasmin. 75 Milliliter haben wir hier drin. Finde ich schön, dass wir hier wirklich dann auch neben Gesichtspflege und dekorativer Kosmetik noch ein bisschen was für den Körper finden dürfen. Ja, Espar ist immer sehr, 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 sehr stark vom Duft her, ne? Ja, also ich mag sehr, sehr gerne Jasmin, aber ich mag überhaupt nicht Bergamotte. Dementsprechend weiß ich noch nicht, wie ich mit diesem Produkt so zurechtkommen werde. Ich glaube eher weniger, dass ich das in Anwendung nehme, weil ich möchte, sowohl wenn ich mich dusche, als auch wenn ich mich dann halt so ganz körpermäßig eincreme, dieses Spa-Erlebnis für mich persönlich haben. Also, dass ich halt wirklich auch das genießen kann, weil ich habe so viel immer um die Ohren. Ich bin immer nur am Machen, am Tun, am Rotieren oder habe dann halt meinen kleinen Sohn, ne, um den ich mich entsprechend kümmere natürlich. Ja, und dann möchte ich halt wenigstens in der Zeit, die ich dann nur für mich habe, das auch einfach genießen dürfen. Und ja, deswegen, das wird dann wahrscheinlich eher weniger verwendet werden. Dennoch finde ich, dass wir hier eine schöne Box bekommen haben mit coolen Marken, die sowohl bekannt als auch unbekannt sind, ne? Und das sind halt auch Produkte, die im Prinzip, also jetzt sogar inklusive meines ausgewählten dekorativen Kosmetikprodukts, ne? Die kann jeder Hauttyp, jede Hautfarbe halt auch, ne, jeder Ton verwenden, ohne dass man halt irgendwie da aufpassen müsste. Also das ist halt so meine Einstellung dazu. Abgesehen vom Retinol, das würde ich halt, ich persönlich würde Retinol keinen Leuten unter 18 empfehlen. Also das ist so meine Einstellung, aber jeder so, wie er meint letztendlich. Genau, ihr Lieben, wie fandet ihr die Box? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.